So, Heldenliga-Zeit, YouTube-exklusive Heldenliga-Partie mit mir, dem Eli, relativ weit oben. Ja, ich bin hart gedroppt und wir haben einen Eli da, der, denke ich mal, Eli dann spielt. Ja, der war nicht gut. Ich muss mir da wirklich mal was überlegen. Ich habe das die letzten Wochen nicht geschafft, mal tatsächlich 7 Heldenliga-Folgen irgendwie am Start zu bringen. Ich hoffe, dass ich es diesmal schaffe. Bann Anub, please. Check my profile. Genji is open, so Genji it is. Eben gerade kam ein Patch raus, der Genji ein wenig genervt hat. Ich bin mit dem Uni-Genji. Ich kenne die Erfüter. Oh, Auriel. Der Kreuzzug. Mal gucken, wie es läuft. Das ist meine erste Heldenliga-Partie mit Genji. Also kann maximal in die Hose gehen. Dem Tod könnt ihr nichts anhaben. Malphite ist gerade mit dem Patch, den ich gerade vor ein paar Minuten aufgespielt habe, genervt worden. Ein neues Schicksal schmieden. Aber ist ja trotzdem gefährlich, gerade auch für den Hammer. Ich würde hier Hammer nicht reinpicken. Sure, wie's Hammer. Ich glaube, da hätte ich sowieso schreiben können, was ich, hat der andere was geschrieben, der New Ground. Ich hoffe, er ist zumindest so clever und pickt einen Heiler und ist nicht gleich wieder angepisst. Oh Gott. Der pickt halt Alarak. Wieso pickt der Alarak? Das sind alles so Nischenhelden, die möchte man eigentlich in der... Ja, ich... Kann es kaum glauben, auch Gesso ist so ein Nischenheld. Oh, Auriel, Auriga. Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug. Auriga gleich instant genommen. Ja. Die haben zwar relativ viel Stun, aber... Normal ist besser wie gar nichts. Besser wir haben den Silence, als die haben den Silence. Ich muss mich wieder daran üben, ein wenig weniger auf die Zahl zu gucken, welcher Rang ich bin, sondern einfach nur zu versuchen, mein Bestes zu geben. Ah, Gold 2 sieht halt lächerlich aus. Aber kannst du nichts machen, muss ich irgendwie durch. Bin hart gedroppt, weil ich wieder so unglaublich salty gewesen bin. Das passiert mir leider, oder ist mir letzte Zeit wieder viel zu oft passiert. Schauen wir mal rein, wir haben einen Hammer, das ist halt so ein Nischenpick inzwischen geworden. Sergeant Hammer, ich weiß nicht, gegen Flamestrike, Taunt und auch gegen Malphite schwierig. Und Alarak kann gut funktionieren, es gibt ein paar Maps, wo er sehr, sehr stark ist. Battlefield of Eternity zum Beispiel funktioniert ja eigentlich immer sehr, sehr gut, da gibt es viele, viele Engstellen und man kann ebenfalls mit dem, Telekinesis jemanden in den Stun reinschieben, was sehr, sehr cool ist. Ansonsten wird es schwierig, glaube ich. Ich muss versuchen, in die Backline zu kommen. Ich kann mich nicht darauf verlassen, die Frontline zu poken. Wir müssen mal gucken, ob wir das gebacken bekommen. Kampf bevorstehend. Empfehle Vorbereitung.
So, wir gucken mal, welches Talent ich nehmen werde. Agiler Absprung wäre gut, um sofort in die Backline reinzuspringen. In der Hoffnung, dass ich den Rega oder den Keltas bekomme. Das ist aber unglaublich riskant, weil Regas Tote mich ausbremst und Varians Town später gefährlich ist. Das heißt, wenn ich zu tief dive und wir haben keine so gute Dive-Kombo, wird schwierig. Ich gehe auf schneller als das Auge. Mach mal, dass es ein bisschen safer ist. Hubert, ja, da müssen wir wohl nicht fragen. Der Alarak. Ein Verbündeter braucht unsere Hilfe. Die Schlacht geht weit. Okay. Ich danke dir für die Heil. Gegner getötet. Da kommt mir wirklich gar nichts zu aller Rack. Ah, wir haben einen guten Start. Das Licht der Sonne in den Tempeln wird stärker. Schon bald werden sie in meiner ganzen Herrlichkeit erstrahlen. Die Angelegenheiten bedürfen meiner Aufmerksamkeit. Der holt sich da den Spot. Ich werde mal ganz kurz noch Level 3 für uns besorgen. Die Tempel sind von meiner Magie erfüllt. Wächter, lasst keinen dieser elenden Sterblichen in ihre Nähe. Hat sehr, sehr viel Genji geübt. Ah, gehen wir mal oben gucken, ob wir da was gebrutzelt bekommen. Du bist mir unterlegen. Okay, hat den Speed mitgenommen. Talent wählen. Du bist mir unterlegen. Gegner getötet. Ich mache euch den Tritt. Oh, den ersten Reset schon mal gesichert. Oh, Drachenklaue ist gebufft worden. Ich glaube, Shuriken Master, was ein bisschen genervt worden ist. Ich bin kein großer Freund von der Drachenklaue. Warum gehen wir denn nicht? Hallo? Den Reger noch geholt. Aber die wir haben maximale Tempel versiegt. Geht, führt euren Erbärmlichen. Tempelschüsse rausgeholt. Ich gehe mal mit der Lane, dann scheint ansonsten keiner zu tun. Ich bin gehalten. Oh, wir gehen, nehmen wir Ausweichen. Brauchen wir nicht, wir gehen Zauberpanzer rein. Ich bin gekommen im Schatten.
Ich bin tot. Boah, ich hab's überlebt. Fuck. Gegner getötet. Gut gemacht. Keine Ahnung, was da mein Vogel da die ganze Zeit macht. Ich glaube, der ist AFK oder Brain AFK. Wow, er gewinnt halt. Ah, komm ich leider nicht hinterher. Hat Kampf verlassen. Ach, Malf ist auch weg. Die Schlacht geht weit. Weit! Ich hol uns noch Level 10. Talent wählen. Gegner getötet. Vernichtung. Nice. Davor salutiere ich. Ihr tut mich in den Kopf. Jäger. Vor eliminiert. Was zum Teufel? Ich frag mal nicht, was wir hier gerade spielen. Weil leider ist ein AFK-Spieler dabei. Das ist ein bisschen. Ich hoffe, wir reporten den Malfurion. Dies ist mein Weg. Was ist? Da sollte man nicht hinterher gehen. Ich gehe mal ganz back. Wir müssen uns zurückziehen. Oh, ich krieg einen Heal von der KI, finde ich nett. Vierfache Vernichtung. Nice. Talent wählen. Okay, machen wir anscheinend nicht. Unbezwingbar. Ah, dann gehe ich unten auf das Spot drauf. Was nehmen wir als nächstes? Wir werden Shingan mitnehmen. Ist sehr, sehr gut auf dem Tempel. Wenn man Midi-Range ist, auch gegen andere Targets. Vor eliminiert. Sind wir jetzt hier, man crittet immer ganz gut. Versuche es nur.
vor. Verloren. Vor. Verloren. Vor. Eliminiert. Dann habe ich ja nicht immer Midi-Range stehen, damit ich immer den Max-Damage-Output habe. Ihr habt genug von der Macht meiner Tempel gestohlen. Nun kümmert euch wieder um euren erbärmlichen Krieg. Schade, wenn der Maif halt da wäre, ne? Und nicht AFK ist. Wenn wir danach auf jeden Fall. Ja, wir reporten ihn jetzt schnell. Ich bin die Klinge im und dann nehmen wir den Todesstoß. Dann machen wir den Boss, oder? Schade, ich hab den Dingsbums geholt, aber. Unlucky, dass ich immer so viel Glück habe, dass die Leute immer AFK sind bei mir. Das ist echt bitter. Es häuft sich. Das Licht der Sonne in den Tempeln wird stärker. Schon bald werden sie in meiner ganzen Herrlichkeit erstrahlen. Nicht zurückgehen. Zeig, was du kannst. Das wird Keep sein. Emma versteht nicht, dass Emma ein Scheißpick ist. Die Schlacht geht bei. Schade! Festung verloren. Du bist mir unterlegen. Ja, getötet. You sind noch viel auf. Gegner ergreift Zitadelle an. Da kam der Sport, dann war ich tot. Gib die Hoffnung nicht auf. Festung verloren. Schlummert im Inneren der Tempel, bis ich mich entschließe, sie zu entfesseln. Roger Tamashiwa, Madame Wolteore, Einfürstung. Ich rücke gegen den Freund vor. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Nichts zu sagen, ist halt wirklich beschissen. Einfürstung. Oh, wir haben da die Kills geholt, finde ich gut. Oder auch nicht. Wow, er holt mich halt noch. Der Gesslo holt mich auch. Holy shit.
Zitadelle wird angegriffen. Immer dieses sehr Rumgeeiere, schlecht. Ne? Es ist ganz klar, ja, der Malfurion ist weg, der. Es ist halt. Ich sag mal so, wir haben das Ding eigentlich schon im Draft verloren, ne? Johanna ist nicht unbedingt ein super guter Pick gewesen. Ich meine, wofür brauchen wir den Blind? Ist mir nicht ganz schleierhaft. Der wollte den Malfurion halt nicht spielen, also ist er abgehauen. Der Alarak ist ein richtig mieser Pick. Und der Hammer ist eigentlich auch ein mieser Pick. Lass keinen dieser elenden Sterblichen in ihre Nähe. Ja, schade. Warum kriege ich immer solche Leute? Das ist halt die große Frage, aber damit muss ich mich wohl abfinden. Weil so kann ich wohl nicht aufsteigen, wenn die Leute immer abhauen. Ich komme mir auf jeden Fall gleich noch einen mega fetten Report rein. Letzte Chance, da irgendwas zu machen. Schade. Da bin ich die Quest noch abgeschlossen. Ich hätte vielleicht auf Malfair hier draufbleiben sollen. Schwarm gibt nicht auf. Niemals. MVP. Ja, bitte. Da wurde ich für keinen von. Da wurde ich lieber mich selber. Ich fand, ich habe das gar nicht so schlecht gemacht. Jetzt am Ende vielleicht mich zu sehr auch auf die Diskussion eingelassen. Aber so wird das nichts mit einer Aufsteigen, ne? Ständig einen AFK-Spieler drin habe. Und den werden wir jetzt mal so richtig hart schön reporten für alles, was drin ist. Also sowas macht man nicht. Dann wird es halt trotzdem weitergespielt, Kollege. Oder man wird, genau wie alle sagen, ich schau auf mein Profil, ich habe halt keine Supporter. Ja, dann sag ich das vorher im Chat. Und wundere mich nicht. Also. Was erwartet er, dass wir automatisch immer dass jeder in sein Profil reinguckt und guckt oder sieht, oh, der spielt gar keine Supporter, also richten wir uns mal danach. Also sorry, das ist halt wirklich, ne. Schade, wir hätten das Spiel gewinnen können, wenn wir den Malfurion da gehabt hätten und wenn weniger Diskussion da gewesen wäre, aber so ist das halt nicht gut gelaufen. Ich kann mein Glück mal wieder nicht fassen. Gut, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Tschüss.